Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Da müssen wir lang, das haben wir in der letzten Folge festgestellt, aber wir wollen erstmal zu The Graveyard. Warum hast du uns verlassen? Ich war noch nie hier. Privilegiertes. Ach, halt die Fresse. Du bist schon mal privilegiert zu sterben, mein Freund, und komplett weg zu putzen. Wo bist du denn? Da bist du. Oh. Ah, ich hab noch getroffen. So ja nicht, meine Freunde. So ja nicht, ne? Ist da noch einer? Nein, das ist sie. Warum greifen die mich hier eigentlich an? Was habe ich denn getan? Komischer Typ, ne? Jetzt lass mich doch hier raus. Mülltonne, ja, da wollen wir auch mal ein bisschen rumkramen drin. Warum denn nicht? Was da? Was da? Hm, alles voll. Schade. Na gut. Dann gehen wir mal in The Graveyard Schiff. In den Friedhof. Oh oh. Das ist doof. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen die Musik runterstellen. Ich weiß nämlich nicht, wie laut die dann im Video ist. Wir machen das mal so. Ja. Das ist leise, weil sonst heult dann wieder YouTube rum. Das wollen wir auch nicht. Oh, ein Messer. Oh, genau ins Auge. Der war gut. Und hier ins Gesicht und so weiter. Das war nicht schlecht. Was können wir denn hier drin machen? Was machst du denn da? Whisky trinken? Na komm, hau rein. Was guckst du so? Komischer Bartein, du. Ich werde hier irgendwie von allen beobachtet. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Was? Aus. Keine Musik mehr. Okay, was kann ich denn hier drin machen? Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Oder ist das jetzt nur so zum Reingehen halt? Ey, yo. Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Ich bin weg. Tschüss. Er hat eine fette Wumme in der Hand. Da will ich mich nicht unbedingt mit dem Typen annehmen. Was hier? Oh, cool. Oh, wir können wieder spielen. Oh, er nimmt sie sogar in die Hand und spielt. Okay. Will the circle oh, oh. Be oh, oh. Nein. Kann ich abbrechen? Verdammt. Scheiße. Ja, jetzt die muss ich ganz ausmachen. Bringt das was? Ich mach die mal kurz ganz aus. Nein, das bringt nichts. Verdammt. Nein. Ach, hör doch auf zu singen, Mädchen. Na ja, gut, dann kann ich es wieder umstellen. Ach, das ist doch doof. Hätte ich die mal nicht in die Hand genommen. Scheiße. So ein Käse. Wie kann ich das? Ach so, kann ich doch. Ach, das ist doch ein Käse. Ich müsste die Sprachlautstärke runterstellen, aber dann muss ich die gleich wieder hochstellen. Ach nee, habe ich keine Lust. Das Video wird geclaimed. Das Video wird geclaimed. Ich muss mal ein bisschen weiterreden. Ich würde es mir gerne anhören, aber das ist nicht so ganz einfach, weil das wird sowieso geclaimed werden. Von daher ist egal. In the sky. Sind wir hier bei Walt Disney oder was ist los? So, ist fertig mit singen? Oh mein Gott, ey. Du hast wunderhübsch gesungen. Leider ist das ein bisschen blöd. Interessant. Hey, da ist dein Lockpick. Was? Wo? Da. Aha. Oh, Schlüssel. Nehmen wir mit. Optional Box zum Entriegeln finden. Oh, guck mal, hier ist ein Buch. Das können wir aber nicht nehmen. Wir sollen eine Box finden. Was denn für eine Box? Oh, Lockpicks. Nice. Ich meine, ich finde es ja immer schön, das war ja auch schön gesungen und alles, das war ganz toll. Das Problem ist aber, dass YouTube das dann nicht so toll findet. Ah, dann hat man immer so ein paar Problemchen und das ist dann blöd. Nehme ich das hier mal mit. Und hören uns das an. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy. Nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Okay. Das war also The Graveyard Schiff. Das war ziemlich interessant. Wir haben eine kleine Gesangseinlage hier präsentiert bekommen von der lieben Elizabeth. Hier, die machen das überall. Tochter krank, brauche Arzt.
Diese Schwindlers. Ha? Ha? Da, was? Ein Lockpick. Den was? Könnten wir mal brauchen. Wo? Die so alles sieht? Meine Güte. Das Liebchen. Also ich glaube, mehr ist sie nicht. Du, dann gehen wir wieder hoch. Okay, irgendeine Kiste kann man finden, um die aufzuknacken. Meine Familie hungert. Wir brauchen Nahrung. Da kann ich euch auch nicht helfen. Ich habe auch nichts zu essen. Hier liegt doch ganz viel Essen rum. Müssen wir ein bisschen in den... Ach, guck mal, sie wärmt sich auf. Müssen wir mal ein bisschen in den, Sachen... Da drüben ist ein Riss. Was? Okay. Okay, krass. Was ist das hier? Ist hier? Nee, machen sie nur kaputt. So, jetzt haben die hier ihre Lebensmittel und freuen sich, dass sie Essen haben. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Ja, schön, dass ihr alle singt. Ich verstehe das nicht. Was willst du? Warum werden manche wie Menschen behandelt? Und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Das ist nun einmal so. Warum das so ist, ist eine sehr gute Frage. Dummheit. Nenne ich es jetzt einfach mal. Okay, das ist nur Papier. Ach, guck mal, die sind ja am Prangen. Kann man die nicht befreien? Leider nicht. Oder doch, ich muss gucken. Vielleicht kann man die ja doch befreien irgendwie. Schuldig. Arbeiter Agitator. Hm. Nee, ich kann die nicht befreien. Schade. Hätte ich natürlich dann auch direkt getan. Ah, schon wieder was Neues. Ein Hemd. Abdeckplane. Beim Landen von der Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit. Interessant. Nö, ich nehme die erstmal nur mit. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das nochmal nachgucken kann, was ich habe und was nicht. Du bist hässlich. Bastardkinder. Okay, da soll ich runter. Ich will erstmal hier ein bisschen gucken. Aber hier ist gar nichts. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Kein Problem. Und haben uns seine Geräte gefunden. Aua. Warte, warte, warte. Salze nehme ich mir gleich. Bedarf? Merci. Armee, wo ist die Armee? Hallo? Oh, da hinten sind auch noch Salze. Alter, was geht denn jetzt ab? Er schießt. Hä? Ich weiß nicht mal, wo ihr seid, ihr Arschkekse. Ich bin weg hier. Wo komme ich eigentlich hin? Hallo? Aha. Na, dann bin ich erstmal hier. Oh, hier ist noch ein Voxorophon. Tja, Fitzroy. Und Blutspuren. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Los! Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie überpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Müsste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Eins. Alter, was ist los? Das ist deine Schuld. Da halt die Backen da oben. Oh shit, ich habe keine Muni mehr. Hier, bitte. Danke. Das ist blöd. So. Alter, macht das wenig Schaden, ohne Scheiß. Oh, ich muss nachladen, verdammt. Alter, da oben jetzt, halt doch mal die Backen, ey, stirb. Alter, was geht denn hier?
Schnauze. Fahr zur Hölle! Hör doch mal den Moskito da. Genau, hau mal das Ding da weg, weil das nervt. Was haben wir hinten? Muss weg. Jetzt kommt nämlich das Raketengeschütz da und dann habe ich aber Arschkarte. Prima! Okay, ist das noch da? Ja, kaputt, Junge. Und du auch. Okay, was schießt da noch auf mich? Ich weiß nicht genau was. Hier sollen wir wahrscheinlich sein. Was? Knacken nicht möglich im Kampf. Was? Patriot? Wo? Deine Mutter, Junge. Ach, er hier. Alter, das dauert aber voll lange mit der Waffe. Los, der Moskito muss her. Warte. Ich kann grad nicht. So, Kopf ist schon mal ab. Bitte sehr. Merci. Scheiße, immer noch keine Muni, das ist scheiße. Junge! Andere Waffe. Los, geh kaputt, du Scheißteil. So, bitte. Na, läuft doch. Was? Du, mich? Oh. Weg mit dir, Bursche. Bin ich auch noch im Kampf? Angenommen reicht's. Bin ich noch im Kampf? Nö, ich glaube nicht. Oh, warte mal, was haben wir da hinten noch? Ein Telefon. Raketenautomat. Toll, das Ding hätte ich gebraucht. Na toll. Also ich glaube, jetzt kann ich hier rein, oder? Jawohl. Puh. Hilfst du mal? Na klar. Ich gehe dir sogar aus dem Weg. Bitte. Aber für die habe ich gar keine Munition mehr. Das ist natürlich blöd, ey. Dann nehme ich mir jetzt die hier. So. Dankeschön. Dann wollen wir den Bereich mal betreten. Das Bullhaus erinnert mich an die Pinkerton-Agentur. Schroffe Architektur, schroffe Männer. Aha. Interessant. Wenn das Gitter nicht schlecht zugeht hier. Oh, oder auch nicht. Hätte er sein können. Loppig. Hat er schon 12 Stück? Krass. Ja, gut. Oder? Nee, da habe ich mit. Nee. Da habe ich zu wenig Muni für. Ich nehme mal die wieder. Was guckst du dir denn da an? Ach, deine Mutter sieht mich. Dankeschön. Ich weiß immer nicht, von wo die wieder kommen, ey. Scheiße, mich getroffen. Ey, du da oben, hör auf damit. Das ist nicht lustig. Wo? Junge! Verrückte Mongo! Boah, jetzt geh doch mal kaputt, du Scheißding, geht doch. Dankeschön. Läuft der mit dir, meine Kleine? So, du Arsch, hör auf, auf mich zu schießen, was soll das denn? Finde ich gar nicht lustig. Okay. Wir haben ein bisschen Spaß gehabt mit den Leuten hier, aber jetzt reicht's. Oh, der ist ja einfach auf. Da haben wir noch so einen Silberbarren, den will ich natürlich auch haben. Okay, da ist hier. Was ist denn das? Na dann? Aber klar. Ach, einen Gatling Gun hätte ich mir hier auch holen können, okay. Interessant. Was gibt's denn hier oben? Tötet ihn! Was? Sind da noch mehr? Yo, thank you! Überall mal schnell schauen, was hier geht. Oh. Und was hier kann ich nicht. Ah, doch, kann ich wohl. Ah. Schon wieder sowas. Wir nehmen mal wieder die Gesundheit ran. Ich fühle mich schon besser. Das ist auch gut so. Ah, noch so ein Voxo-Hochhorn.
Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt. Das ist das bestimmt schon längst. Oder auch nicht. Okay, hier gibt's nichts. Okay, hier ist nur das Klöchen. Hier ging's auch. Oh, doch, da ging's noch weiter. Wo geht's denn da hin? Ich muss aber hier runter. Also kann ich mich hier noch ganz. Fünf Lockpicks. Hau das rein. Krieg ich hin. Machen wir. Oh, da haben wir noch so ein Teil. Nice. Geh weg da. Aus der Bahn. Wir haben einmal das, ein Hemd, Blut zu Salz. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salze fallen, wenn sie sterben. Aha. Nö, brauche ich nicht. Aber habe ich wahrscheinlich jetzt automatisch angenommen. So, die Fusion nehmen wir jetzt auch. Damit machen wir das Schild ein bisschen besser. Dann habe ich jetzt zwar sehr viele Waffen und habe auch Panzerfäuste oder eine Panzerfaust zumindest und solche Geschichten, aber brauche ich eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht nötig. Mit der Waffe bin ich eigentlich schon recht zufrieden, muss ich sagen. So, ich müsste da lang. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Oh, da sind noch Salze. Oh, das geht hier auch runter, okay. Geht's da noch? Nö, so wirklich lang geht's dann nicht. Es geht sowieso nur runter, das ist klar. Interessantes ist hier gerade nicht. Wie? Da sind sie, die Geräte. Achso. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Komm, bist du jetzt immer noch beschäftigt? Nein, also hau rein. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Bitteschön. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Nein. Aber wer weiß, doch, vielleicht kann das ja wirklich. Wer weiß. Okay, was haben wir hier unten? Alter, was ist hier los? The founders will bleed. Okay, die Gründer werden sterben. Das sage ich mir aber auch. Alter, wie viel was liegt denn hier alles rum, ey? Meine Fresse. Ich glaube, hier ist nichts. Nein. Das sind die ganzen Geräte. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. So, Käse. Kann Elisabeth das nicht einfach irgendwie da hinbringen? Oh, Geld. Geld. Brauchen wir Geld? Ja, Geld brauchen wir immer. Ich habe zwar gerade welches gefunden, aber ich nehme noch mehr. Kein Problem. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt, wie wir tun. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Haben wir denn eine Wahl? Ich glaube nicht. Also, hau rein. Okay. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Kranker Scheiß. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Viele Waffen hier schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Ja, das wird wahrscheinlich aber nicht so einfach werden. Wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Mehr oder weniger besser. Nicht wahr? Ups. Ah, guck mal, das war gar nicht da. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten.
Sobald wir bei dem Luftschiff sind, so sind Bombe. Wir hier weg. Ich trau der Bombe nicht. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Dann verlassen wir diesen Bereich wieder. Elizabeth liegen die Menschen aus und Shantytown im Herzen. Was sie Kopf und Kragen kosten kann, das haben wir schon gehört. Aha. Okay, hier wird aber heftigst rumgeballert. Ich kümmere mich jetzt auch nicht wirklich weiter drum. Warum muss ich denn lang? Hallo. Okay. Muss ich hier überhaupt hin? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Deine Mutter kann sich mal geben. Hier. Bam, Junge. Aber die interessieren sich gar nicht für mich. Das ist interessant. Ja, wobei, doch, manche schon anscheinend. Alter, jetzt. Hört auf damit. Und du auch, du komisches Geschützdings da. Und jetzt werd ich mal böse. Ich könnte mal. Da. Auf die Fresse, Junge. Oh. Oh, verdammt, warum bin ich denn geduckt? Was ist da los? Cool. Nein, verdammt, F. Da. Geht. Ich möchte meine Zuckerwatte. Ohne meine Zuckerwatte gehe ich hier nicht weg. Allerdings machen wir mal in der nächsten Folge weiter, denn wir sind ja schon wieder an die 20-Minuten-Marke überschritten und so weiter und so fort. Deswegen bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich lade nochmal nach. Und bis dahin, haut rein, Leute!